In diesem Kapitel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein älteres Projekt, das Sie noch mit Excel erstellt haben, in Project importieren können. Als Beispiel habe ich eine Tabelle angelegt mit den Spalten Vorgang, Anfang, Ende und Mitarbeiter. Mit einigen Daten und gespeichert als Excel Projekt 1. In Project gehe ich zum Befehl Datei, Öffnen, wähle den Ordner, wähle als Dateityp Excel-Arbeitsmappe und wähle die Datei. Es öffnet sich der Import-Assistent. Weiter, neues Schema weiter. Ich möchte das als neues Projekt importieren. Ich möchte die Vorgangstabelle importieren mit Überschriften. Jetzt wird nach dem Quelltabellenblattname gefragt. Das ist die Tabelle 1. Jetzt werden links die Spaltenüberschriften aus der Excel-Datei angezeigt und rechts die Microsoft Project-Felder, in die sie übertragen werden. Anfang und Ende wurden von Project direkt erkannt. Die roten Einträge müssen von Hand eingetragen werden. Die Werte aus der Excel-Spalte Vorgang werden in das Projektfeld Name kopiert. Name steht für Vorgangsname. Die Werte aus der Excel-Spalte Mitarbeiter werden in das Projektfeld Ressourcennamen übertragen. Weiter. Hier könnte ich das eben eingerichtete Schema speichern. Mit Ende wird der Import ausgeführt. Auf diese Weise können Sie Ihre alten Excel-Projekte in Project-Dokumente umwandeln.